Unser Weg führt uns in die Tiergartensiedlung. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du das Verkehrszeichen 30er-Zone. Somit gilt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h und die Regel rechts vor links. Beim Umfahren von Hindernissen kontrolliere die Spiegel und setze den Blinker. Kontrolliere vor dem Ausscheren über den Schulterblick den Totenwinkel. Halte einen seitlichen Mindestabstand von 1 Meter zu den geparkten Fahrzeugen ein. Nach dem Transporter kommt die erste Rechts-vor-Links-Situation. Verringere die Geschwindigkeit und begebe dich nach den Fahrzeugen so weit wie möglich nach rechts. Diese Fahrerin verzichtet durch ein Handzeichen auf ihre Vorfahrt, somit fahren wir. Nun kommt die nächste Straße, fahre auch hier langsam heran. Wir wollen die nächste Straße rechts abbiegen. Verringere deine Geschwindigkeit, schaue in die Spiegel und setze den Blinker. Beobachte in den Spiegel, ob sich Fußgänger oder Radfahrer von hinten nähern und mache vor dem Abbiegen einen Schulterblick. Wir wollen nach dem roten Transporter in die Straße rechts abbiegen. Verringere deine Geschwindigkeit, schaue in die Spiegel und setze den Blinker. Mache einen Schulterblick, dass niemand sich hinter dem Transporter befindet. Nun kommen zwei weitere Rechts-vor-Links-Situationen. Jetzt siehst du, dass die Straße vorne gesperrt ist, du biegst automatisch nach links ab. Diese Straße ist eine Einbahnstraße und somit keine Rechts-vor-Links-Situation. Wir wollen am Ende der Straße rechts abbiegen. Stelle dich so weit wie möglich wieder nach rechts. Halte dich zunächst auf der rechten Seite und schaue, ob von vorne Gegenverkehr kommt.
Fahre nun wieder auf die rechte Seite und fahre vor bis an die Haltlinie und halte an. Beobachte den vorrangigen Querverkehr und biege, wenn es frei ist,